an. Jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin Optimist. Moment, was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Am Wochenende hab ich mir den Kopf verdreht. Ich traf eine junge Frau, die hat mir ganz gut gefallen. Und am Samstag in der Disco schickte sich die Kroken klein. Sie stand dann so dabei und wir haben uns unterhalten. Und ich hab sie eingeladen, denn sie hat sich so verhalten. Wir haben viel Spaß gehabt, viel gelacht und was ausgemacht. Haben uns nochmal getroffen und den Nachmittag zusammen verbracht. Wir gingen mal ins Kino, hatten noch ein Rendezvous. Und hast du sie ausgeführt? Ich gehört ja wohl dazu. Sie ist so elegant, sie hat doch allerhand. Solltest sie wirklich mal treffen, denn ich find sie sehr charmant. Hey, ist die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Ist die da, die mit dem dicken Pulli anmacht? Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Herzlichen Glückwunsch, liebe Toi, Toi, Toi. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich für dich freue. Ich selber bin auch froh. Und falls es dich interessiert, mir ist am Wochenende was ganz Ähnliches passiert. Es war Sonntag und ich trinke Tee in den Café. Und als ich dieses schöne Wesen an dem Tresen stehen sehe, gesell ich mich dazu und hab einen Tee für sie bestellt. So ja, ich gebe zu, ich hab getan, als hätte ich Geld, doch alles lief wie gespielt. Was mache ich mir Sorgen, wenn wir reden und verabreden uns für übermorgen. Und ich wollte mit ihr ins Kino gehen, stattdessen waren wir essen. Denn sie hatte den Film schon gesehen, ich hielt für angemessen, sie ins Restaurant zu führen. Sein Problem mit Kerzen leer. Hatte sie die Rechnung bezahlt? Natürlich nicht. Doch sie sagte zu mir noch, dass wir es miteinander gehen. Und seitdem warte ich darauf, sie wiederzusehen. Ist es die da am Eingang steht? Oder die da, die den Kopf verdreht? Ist es die mit dem dicken Pulli an? Hey, nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Ist es die da, die da, die da, die da, die da, oder die da? Ist es die da, die da, die da, die da, oder die da? Nein, freitags ist sie nieder. Thomas, ja. Da haben wir beide viel gemeinsam. Seit letztem Wochenende sind wir beide nicht mehr einsam. Bist du mit dir zusammen? Ich hab mir vorgenommen, möglichst bald mit ihr zusammen zu kommen. Viel Spaß damit. Okay. Doch eins gibt mir zu denken. Warum muss ich hier die ganze Zeit nur Geschenke schenken? Wem sagst du das? Ich bin schon wieder im Lack. Doch dafür hat meine jetzt neue Klamotten im Schrank. Bei mir kam sie neulich mit einem neuen Teil an. Und dabei hab ich mich noch gefragt, wie sie sich das leisten kann. Und ich hab frei am Freitag und sie ist nicht da. Moment mal, Smudo, da ist meine ja. Es ist die da am Eingang steht. Was? Das ist die da, und wie es sich doch bei mir dreht. Was? Die da? Und wer ist dieser Mann? Das ist der Grund, warum sie freitags nicht kann. Es ist wieder, 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 wie es ist. Wieder, 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 genau wieder. Es ist wieder, 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 wie es ist. Wieder. Freitags ist sie nieder. Es ist wieder, 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 wie es ist. Wieder, 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 genau wieder. Es ist wieder, 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 wie es ist. Wieder. Hey, freitags ist sie nieder.